Hallo, ich bin Hans-Georg Wagner, ich bin Bildhauer und Holzgestalter. Das heißt, in dem Gebäude hinter mir ist meine Werkstatt, mein Atelier. Da arbeite ich an allen meinen Projekten, die ich so habe. Und ich nehme euch jetzt einfach mal mit und zeige euch, was da so abläuft. Ich muss dazu sagen, das Haus habe ich übernommen, da war es eine Ruine. Das ist jetzt allerdings schon mehr als 3 Jahrzehnte her. Ich arbeite hier also schon seit ich ein ganz junger Mann war, gleich nach dem Studium. Und hier drin wird produziert. Ich arbeite jetzt hier gerade, das sind alles Teile für Stühle und für Sitzbänke. Die sind für das gerade laufende Projekt. Ich richte gerade wieder einen Raum ein, für einen Stilleraum ein, für ein Hospiz. Und da mache ich die Komplettgestaltung. Stühle baue ich seit dem Studium. Meine Diplomarbeit war ein Stuhl gewesen. Da gab es ja diesen schönen Spruch von dem Architekten Ludwig Mies van der Rohe: Wer einen Stuhl bauen kann, kann auch eine Stadt bauen. Das hat mich so fasziniert. Ein Stuhl ist ja ein komplexes Ding. Der muss also nicht bloß, also das Aussehen spielt da eigentlich erstmal nicht die Rolle, sondern er muss halt funktionieren, er muss gut sitzen. Und auf Dauer auch gut sitzen. Und ja, da immer wieder mal was zu erfinden, das macht Spaß. Das ist das Atelier. Hier entstehen Skulpturen und Reliefs und hier wird auch gedruckt. Hier bin ich ja gerade dabei gewesen, zu drucken, auch für dieses, genau für das gleiche Projekt. Dort an der Wand entsteht das Relief, das Altarrelief für das Projekt. Und der Raum wird aber ansonsten eben auch für alle möglichen anderen Arbeiten genutzt. Also, wenn ich beim Kanubauen bin, dann wird hier drin auch beschichtet. Ein bisschen Außenbereich gibt es auch noch. Wenn das in 3 Wochen alles grün ist, dann sieht das hier ganz anders aus. Aber letztendlich ist das weniger ein Garten, sondern mehr ein Arbeitsgarten. In dem Bereich dort, das ist der Bauplatz für die Kanus. Und da wir ja gerade Corona haben und nicht zur Sauna gehen können, haben wir uns mal schnell noch ein Saunahäuschen gebaut. Und zwar haben wir unseren Zeltofen, der für also wenn wir campen gehen, fürs Tipi ist. Den haben wir hier als Saunaofen genommen und das war sozusagen ein spontanes Designprojekt, wenn man es so will, mit wenig Aufwand, weil es waren praktisch nur 3 Tage Arbeit und ein Materialeinsatz von, wenn man den Ofen mitrechnet, unter 1000 Euro konnte ich das hier produzieren. Funktioniert ganz gut. Gestern haben wir wieder Sauna gemacht. Wenn man da so ein bisschen hinguckt, überall stehen so ein paar Skulpturen rum, die ich so arbeite. Es sieht nach Arbeit aus. Jetzt geht es hier die steile Treppe hinauf. Und hier oben gibt es weitere Arbeitsräume, aber auch Galerieräume. Das ist eigentlich der Raum, in dem wird ein halbes Jahr lang gezeichnet und im anderen halben Jahr passieren hier kleine Studioausstellungen, auch oftmals von Kollegen. Im Moment habe ich hier meine ganzen Reliefs untergebracht, die im Moment noch in meinem Besitz sind und die kleinen Bronzen. Und
drauf gehen. Ja, für die Skulptur habe ich mal den Brandenburgischen Kunstpreis für Skulptur bekommen. Und ich hatte sie genannt Selbst on the Way. Allerdings, der Preis war für das Original. Das ist ein Abguss in Bronze. Ja, hier sieht man so ein bisschen bei den Reliefs sieht man so ein bisschen die Themen, die ich bearbeite. Die Reihe Fries der Tanzenden. Und seit 2015 mache ich Gewimmelarbeiten. Es gibt auch Kunst zu Corona. Und zwar ist das hier Sonntags im Park und darüber ist Sonntags im Corona-Park. Das sind Reliefs, die jetzt auch schon wieder fast ein Jahr alt sind, aber aus gegebenen Anlass immer noch sehr aktuell. Macht's gut und wäre schön, wenn ihr weiter meinen Kanal guckt.